Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und es gibt wieder neue kurze knackige News zu Star Wars Battlefront 2. Und zwar hat der gute Ben Walk wieder mal auf Twitter einige Fragen beantwortet, die ganz interessant sind. Die erste Frage, mit der ich hier direkt beginne, ist so ein bisschen game-related, also ein bisschen Gameplay-related. Und da wird gefragt, wie sieht's aus mit den Flashbangs, also mit den Blendgranaten vom Offizier, denn die sind wirklich sehr, sehr stark gegen Helden momentan. Und dazu hat Ben Walk gesagt, dass sie auf jeden Fall Änderungen von der Blendgranate auf dem Weg haben. Also, ob das jetzt genau heißt, ob das direkt zum Obi-Wan-Update kommt, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich höre auch häufiger mal Livestreams und es wird sich allgemein so gewünscht, von wegen, tauscht doch ganz einfach die von Leia mit denen des Offiziers. Das fände ich persönlich auch eine ganz gute Änderung, denn die von Leia macht keinen Schaden, die blendet halt einfach nur. Und die vom Offizier, die macht halt wirklich sehr viel. Die slowt, die macht Schaden, die blendet, die deckt den Gegner auf. Wirklich vier Effekte, die alle saumäßig stark sind. Könnte man eher bei einem Helden aufheben. Diese ganzen Sachen fände ich persönlich ganz gut. Die nächste Sache, die gestellt wurde, eigentlich gar keine richtige Frage, ist nämlich von ihm ausgehend. Und zwar war dieses Wochenende ja tatsächlich ein Fast-Spawn-Event auf Blast, also auf Gefecht. Bei den Gefechtsmap ist man schneller gespawnt, da musste man keinen Timer haben und man musste nicht abwarten, wenn man gestorben ist, sondern konnte direkt wieder reinspawnen, direkt wieder weiterspielen. Und da wird jetzt so ein bisschen gefragt von wegen, ey, wie sieht's aus? Wollt ihr diesen Spawn-Timer eigentlich noch haben oder sollen wir den vielleicht sogar komplett rausnehmen? Und da hat er eine Umfrage gestellt, die könnt ihr natürlich auch noch beantworten. Also wenn ihr auf Twitter angemeldet seid, geht einfach hin. Ist ziemlich weit oben bei Ben Walk in seinem Profil und bei seinen letzten Tweets. Und dann könnt ihr auch noch abstimmen. Ich habe persönlich abgestimmt für Remove the Spawn-Timer, also dass man den Spawn-Timer einfach wegschalten sollte. Denn ich finde, bei Gefecht ist es eigentlich ganz gut, wenn man stirbt und dann direkt rein. Da gibt es jetzt eh keinen großen Vorteil, dass man irgendwie, ja weiß ich nicht, dass man da irgendwie das Objective sehr viel leichter dann kriegt, weil das Objective ist in dem Fall halt einfach nur Kills machen. Ne? Bei Gefecht ist ja einfach nur Team-Deathmatch. Von daher, ich fand das ganz gut. Viele von euch haben ja auch bei Galactic Assault beispielsweise gesagt, wäre cool, wenn man das ändert. Also vielleicht schon mal so einen Schritt in diese Richtung, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch mal gemacht wird. Beim nächsten Tweet wurde gefragt, wie sieht's aus mit dem nächsten Community-Update oder wird es noch Community-Updates geben? Jetzt wird sich wahrscheinlich wieder gefragt, ey, was ist ein Community-Update genau? Das war dieses offizielle Video, was so eine Art Trailer war, zu General Grievous, also wo dann wirklich er vorgestellt wurde mit seinen Fähigkeiten, mit den neuen Starcards, die dann Heilung für die ganzen Helden hatten und so weiter. Also die ganzen Patch-Notes wurden nochmal in der Videoform zusammengefasst und dieses Video nennt man dann halt Community-Upgrade. Ich weiß, da ist ein bisschen schwierig von der Semantik zu folgen, was denn jetzt genau welcher Begriff bedeutet. Aber es wird auf jeden Fall gesagt, sowas wird wiederkommen oder sowas wird weitergemacht. Das könnte natürlich heißen, dass jetzt für das Geonosis-Update, für das Obi-Wan-Update ebenfalls so ein Video kommt, wo dann nochmal, es wird ja damals von Dennis Brenwall, dem Designdirektor, gemacht, nochmal komplett zusammengefasst wird mit schönen Bildern, mit schönen Videoausschnitten, von wegen, ey, das ist Obi-Wan, der hat die Fähigkeit, die sieht so aus, die ist dafür gedacht, diese Fähigkeit ist so, wird dafür gedacht, die dritte Fähigkeit ist diese hier, die macht dies und das, ist dafür gedacht, das ist Geonosis in der ersten Phase, sieht so aus, in der zweiten Phase sollt ihr das machen, in der dritten Phase sollt ihr das machen, also richtig schön knackiges, kleines Video aus offiziellen Quellen, wo dann wirklich nochmal alles von den Entwicklern erklärt wird, was man da genau Neues kriegt. Und tatsächlich ist es eine super coole Sache, wie ich finde, weil das ist natürlich auch so eine Sache, die Aufmerksamkeit auf Battlefront 2 lenkt, die auf jeden Fall neue und beziehungsweise halt auch alte Spieler, die keine Lust mehr hatten auf Battlefront 2 oder dieses Spiel noch nicht kennen, die dann so ein bisschen zeigen lassen, oh, okay, die sind da richtig hart am Entwickeln noch, es gibt jetzt Obi-Wan, der hat die Fähigkeiten, der sieht ja echt cool aus, okay, wow, Geonosis als neue Map, cool, da kann man auch noch diese und diese Sachen machen und ATTE fahren, wow, also gerade für diese neuen Leute oder halt alte Leute, die das Spiel schon mal hatten, aber keine Lust mehr drauf haben, ist es auf jeden Fall eine super Sache, wenn man solche kleineren Trailer auf jeden Fall raushaut. Und wie gesagt, das soll in Zukunft häufiger kommen. Die letzte News für dieses Video geht so ein bisschen ums Livestream und tatsächlich sind die Entwickler daran interessiert, auch mal Livestreams selber zu machen, also wirklich aus offizieller Quelle einen Livestream zu haben. Da wollen sie wahrscheinlich, also ich gehe jetzt davon aus, das ist reine Spekulation von mir, da wollen sie natürlich wahrscheinlich nicht nur das Spiel an sich zeigen, sondern halt auch wirklich so ein bisschen ja diese frühen Entwicklungsschritte, die sie machen, also wirklich jetzt beispielsweise im Moment, dass sie dann zeigen, ey, wir haben gerade Geonosis so weit, das sieht so aus in unserer Engine, wenn wir da bearbeiten und so sieht das aus mit dem Code und bla 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 bla, ne, die Figuren sehen so aus, dann kann man eine Idle-Animation zeigen, dann kann man eine Attack-Animation zeigen. Sowas in der Richtung, also die Schritte, die sie schon geschafft haben, vielleicht auch untexturierte Modelle zeigen, einfach noch nicht gerickte Modelle zeigen, also sowas in der Richtung, dass man dann das zeigen kann und sagen kann, ey, hier, das ist auf jeden Fall so die Schritte, die wir schon haben und das ist jetzt gerade in Entwicklung und so sieht es aus. Also ich fände das persönlich sehr interessant, wenn man solche Livestreams machen könnte. Bei Livestreams ist natürlich auch die schöne Sache, dass man interaktiv das Ganze gestalten kann, soll heißen, wahrscheinlich kann man dann in irgendeiner Form auch Fragen stellen und so etwas, ne? Das Ganze wollen sie auf jeden Fall aufbauen und sie haben gesagt, die haben dafür auf jeden Fall schon richtig dick Equipment gekauft und Räume organisiert, dass sie das Ganze halt machen können. Und das Ganze soll starten 2019. Dafür, dass das Ganze 2019 startet, denken sie sich jetzt manche, oh, das ist ja noch eine ganze Weile hin, gut. Das nächste Update, was wir dieses Jahr kriegen, oder das einzige Update, was wir wahrscheinlich dieses Jahr noch kriegen, ist sowieso jetzt bald schon da, ne, mit dem Obi-Wan-Update, von daher ist es allgemein nicht schlimm.
Und die Sache ist halt auch die, weil das jetzt 2019 aufgebaut wird und die sagen, hey, wir stecken da nochmal Geld rein, organisieren uns Räume, organisieren uns Equipment, machen dies, bauen die Technik auf. Das zeigt natürlich auch, dass die auf jeden Fall 2019 nochmal richtig durchstarten wollen mit dem Spiel. Zumindest wirkt es so, ne? Sonst würde man da jetzt nicht so einen Aufwand betreiben, das Ganze noch irgendwie so eine Schippe höher zu schrauben und Livestreams aus der Entwicklung irgendwie zu zeigen oder halt irgendwelche Community-Livestreams, wo die Leute Fragen stellen können. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und ihr könnt gerne mal sagen, was ihr denn von den ganzen Sachen haltet. Seid ihr gespannt? Was findet ihr davon am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's mit den kleinen News hier. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Psst.